Hallo, wir befinden uns hier im Haarschneidesalon von Flash Atelier. Ich schneide dir die Haare, wir müssen ja dann ab übermorgen zumachen. Und die Leute rufen an und wollen noch Termine. Ich habe zum Glück noch einen bekommen. Hast Glück gehabt, du bist auch guter Kunde. Ich bin dir sehr dankbar. Ich kann aber keinen mehr aufnehmen, das kann ich nicht mehr leisten. Ja, das sind immer die Leute, die den anderen den Platz wegnehmen. Die wollen ihre Frisur in der Kirche zeigen und die anderen gucken ins Blaue. Es sind echt immer genau die Leute, die gehen nur Weihnachten in die Kirche und kommen auch nur vor Weihnachten zum Friseur. Ja. Schrecklich, ne? Schlimm. Ja. Fürchterlich. Geht gar nicht. Da lobe ich mir doch lieber so Stammgäste. Ja, auf jeden Fall. Deswegen empfehle ich, regelmäßig zum Friseur zu gehen. Alle 2 Wochen. Minimum. Ja. Mit dir kann man sich auch wirklich über alles Mögliche unterhalten. Ja, auf jeden Fall. Politik, Literatur, Musik und auch Sonderschulpädagogik. Ja. Fantastisch. Du arbeitest doch bestimmt auch lange, oder? Ja, natürlich. Also ich habe jetzt die letzten Tage morgens um 6 aufgemacht und dann ohne Unterlass und Pause bis Mitternacht, also bis 23.59 Uhr gearbeitet. Mein Gott. Ja. Aber der Drops ist gelutscht. Morgen nochmal und... Wir können den Verlust nicht mehr aufholen. Sorry, das Weihnachtsfest wird hässlich. Wie heißt du, Horst? Ja, Horst. Ja, dieser Horst, der sieht natürlich schon aus wie aus dem Ei gefällt. Oh, danke für die tolle Frisur. Gern geschehen. Super.